You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go away. Guten Morgen aus Uelzen. Wir befinden uns gerade in Uelzen, weil wir sind auf dem Weg in den Harz. Das habe ich ja euch im letzten Vlog ja gesagt, dass wir in den Harz fahren. Und hier haben sie anscheinend Schotter raufgeschmissen auf die Straße. Deshalb klappert es so ein bisschen. Kann sein, dass das Mikrofon das aufnimmt. Kann aber auch sein, dass es nicht aufnimmt. Ist mir aber relativ egal. Ich habe im letzten Vlog ja gesagt, dass ich ein neues Teleobjektiv mir kaufen möchte. Extra für den Vlog, weil im Harz ist es natürlich ziemlich cool, wenn man dann schön mit einem Teleobjektiv arbeiten kann. Ich habe zwar eins, aber es ist ziemlich schwer. 1,5 Kilo wiegt das oder so. Also das sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt immer verwenden. Ich möchte euch nämlich erzählen, was mein Fehler war und dass ihr diesen Fehler auch nicht macht. Denn ich habe im Internet ein Objektiv ja bestellt, habe ich ja gesagt. Und das ist jetzt so, nachdem ich mich informiert habe über diese Internetseite, ist mir aufgefallen, das ist eigentlich gar keine so tolle Seite, weil mehrere Kunden wirklich hintereinander negative Kommentare reingeschrieben haben, wie zum Beispiel, sie mussten mehrere Wochen, Monate auf ihr Produkt warten. Es kann auch ein Handy sein, es muss nicht objektiv sein. Und habe dann eben gemerkt, dass der Kundenservice leider auch nicht gerade so perfekt ist, denn sie antworten nicht, ja, regelmäßig. Also sie antworten eigentlich fast gar nicht. Mein Tipp an euch ist, guckt euch den Erfahrungsbericht dieser Internetseite an, weil dann könnt ihr auch nichts falsch machen, weil wenn man dann eben, ein Objektiv ist teuer, wenn man dann eben das Geld verbrennt, dann ist es ziemlich schade und das möchte ich euch einfach mitgeben als kleinen Tipp. Ich bin nun im Harz angekommen, beziehungsweise am Fuß, also jetzt ist es erstmal der Weg nach oben. Das ist das Ilsetal und hier soll es eigentlich ziemlich schön sein, weil er auf dem Fluss daneben läuft. Man kann natürlich ein paar coole Shots machen. Ich bin ja ehrlich gespannt, wie weit ich es nach oben schaffe, aber ich will die 10 Kilometer schaffen. Ich habe vielleicht nicht das beste Schuhwerk. Es ziehen gerade Wolken hier rüber, aber ich hoffe, die gehen natürlich weg, wenn wir da oben sind. Es soll so 2 bis 3 Stunden dauern, bis wir oben sind. Ich bin gespannt. Also, auf geht's. Ich kann nicht mehr, Leute. Ey, nein, ich bin jetzt ganz kurz davor. Es sind nur noch so gut 500 Meter, aber noch über 100 Höhenmeter. Wir haben die 1000 auch erreicht. Ich werde jetzt gleich hochgehen, mir irgendwas zu trinken holen. Ich habe was dabei, habe schon leer gesoffen, weil es einfach so anstrengend ist. Wir sind jetzt auch gut bei 9 Kilometern. Das Ziel ist vor uns. Ich freue mich natürlich, das geschafft zu haben, da hochzukommen. Beziehungsweise bin ich ja noch nicht gar nicht da, ne? Es sind ja noch ein bisschen, aber ich glaube, die 500 Meter schaffe ich auch noch zurück. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt zu Fuß noch mache oder ob ich mir doch jetzt das Bahnticket hole und einfach zurückfahre mit der Bahn, weil es ist einfach echt anstrengend. Ich habe jetzt gut 3 Stunden hochgebraucht. 3 Stunden. Habe öfters Pause gemacht, weil es einfach nicht ging.
okay, ich habe mir den Weg auch nicht so leicht vorgemalt. Also ich dachte schon, dass es schwer wird, aber das Ding ist echt so groß und das sehen wir uns jetzt an. Das war's vom Brocken. Er ist jetzt hinter mir. Wir gehen jetzt langsam wieder runter, denn es führt keine Bahn nach Ilseberg. Ich glaube, so hieß das. Ilseburg. Mir auch egal. Es geht jetzt 10 Kilometer, also wieder runter. Ja, runter ist immer einfacher als nach oben. Deshalb nehme ich es mal ein bisschen gelassen, dass es eben jetzt etwas anders ist, jetzt runterzulaufen, nochmal 10 Kilometer als hoch. Aber es war einfach eine Erfahrung wert und lasst doch gerne mal ein Like da für die Leistung, die ich jetzt gebracht habe, 10 Kilometer hier hoch zu wandern. Ich meine, das waren 700 Höhenmeter, die ich da überwinden musste. Und 10 Kilometer sind jetzt nicht wenig. Wenn ich jetzt auch runterlaufe, ist das wohl wahrscheinlich der Vlog, wo ich am meisten gelaufen bin. Weil bis jetzt war es immer in Kopenhagen, da bin ich 16 Kilometer gelaufen. Aber Kopenhagen ist flach gewesen und das ist hier nicht flach, das ist ein Berg. Beziehungsweise würden die natürlich in den Alpen, Österreich und sonst wo sagen, Elversberg, das ist ein kleiner Kieshaufen hier. Aber ich glaube, dort würde ich gerne auch mit dem Mountainbike fahren. Ich muss jetzt mal gucken, dass gleich nicht die Eisenbahn hier kommt, weil wir gehen jetzt gleich über die Gleisen. Mountainbike muss ich mir aber dann natürlich anschaffen. Aber das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Wieder zurück zum Auto und dann geht es ab nach Hause. Und ich möchte auch noch einmal betonen, ich habe hier einen Rucksack dabei, der wiegt, ich schätze mal so 5 Kilo. Zu Hause werde ich ihn einmal wiegen und weiß dann genau, wie viel er wiegt. Aber da ist mein Objektiv da, da ist mein eines Stativ da, da ist mein zweites großes Stativ dabei. Da ist jetzt 3 Flaschen Wasser dabei. Und da sind auch noch andere Sachen drin, ne? Wie zum Beispiel mein Autoschlüssel, mein Portemonnaie. Okay, Autoschlüssel ist jetzt vielleicht nicht so schwer, obwohl da ist ein Auto hinter, ne? 1,8 Tonnen, oder, nee, 2 Tonnen wiegt mein Auto. Das ist auch ziemlich schwer. Aber das macht einfach so ein bisschen den Weg hier hoch anstrengend. Aber gut, es geht ja runter jetzt wieder. Deshalb freue ich mich. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal schneller nach unten. Weil hoch hat es 3 Stunden gedauert. Nach unten sollte es eigentlich jetzt vielleicht 2,5 peilig an. Ich bin nur noch ganz knapp vor dem Auto. Wir sind jetzt bei gut 17 Kilometer. Also wir haben es geschafft. Das ist nun der laufintensivste Vlog, den ich jemals auf meinen Kanal gebracht habe bis jetzt. Es kann natürlich sein, dass irgendwann was anderes kommt, was noch intensiver wird. Vielleicht mit dem Mountainbike, obwohl das zählt eigentlich nicht als Laufen. Das sind dann egal, ob ich da 30 oder 40 Kilometer mache. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich. Nächste Woche seht ihr wahrscheinlich einen Köln-Vlog. Weil ich bin morgen, wenn alles gut klappt, also nur wenn es klappt, dann bin ich morgen in Köln. Es kann aber sein, dass... Okay, also meine Beine sagen dann einfach, nö, wir haben keinen Bock mehr und dann bin ich komplett alle. Dann kann es natürlich sein, dass dann nächste Woche kein Vlog von Köln kommt. Ansonsten kommt nächste Woche ein Vlog aus Köln. Da werde ich euch dann noch mitteilen, wie schwerwürdig dieser Rucksack ist. Wer dann also nächste Woche im Vlog guckt, kann weiß dann ungefähr, wie schwer dieser Rucksack ist, weil ich bin echt gespannt. Ich muss ihn mal so dann aufwiegen, wie er jetzt auch ist, mit der Kamera noch dran. Und weil es tut einfach höllisch weh meine Schultern.
Aber ich würde mich freuen, wenn ihr einen Däumchen nach oben drückt, denn es war echt so ein krasser Weg hier zum Brocken rauf und runter. Und ich hoffe, ich habe auch tolle Shots für euch eingefangen. Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen. Ciao!